Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Mir ist gerade im Schnitt aufgefallen, ich habe weder das Intro noch das Outro New York aufgenommen. Dementsprechend mache ich das jetzt. Ihr habt es gerade schon gehört, ich war in New York, aber ich denke, die meisten, die mir auf Instagram vor allem folgen, hier mal eingeblendet, die wissen es sowieso, da habe ich nämlich Stories gemacht etc. Da seht ihr immer alles schon vorher. Das Ganze war so ein kleiner Family Business Trip. Ich bin nämlich mit meiner Mom rübergeflogen, so ein bisschen Familienzeit verbringen, Zeit meiner Mutter verbringen, ist auch immer sehr, sehr wichtig, merkt euch das. Aber habe eben auch zeitgleich Sachen für meine Brand gemacht, das habt ihr aber wahrscheinlich jetzt schon längst gesehen. Checkt den Instagram-Account ab. Hier eingeblendet, Sacred auf Instagram folgen. Und aufgrund dessen, dass ich eben so ein bisschen Family Time verbringen wollte und auch zeitgleich Sachen für die Brand gemacht habe, habe ich jetzt auch keine Daily Vlogs oder irgendwie 5, 6 Vlogs da gemacht. Es gibt diesen Shopping-Vlog hier und noch eine Food-Tour, die kommt dann als nächstes am Sonntag und das war's. Aber der Vlog ist sehr, sehr geil. Viel mehr will ich gar nicht sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Wir gehen rein, let's go. Wir haben uns jetzt genau da den leckeren Cookie reingezogen und jetzt steppen wir bei Kith rein. Ich bin gespannt. Ich war bis jetzt nur bei Kith in Hawaii und in Paris. Noch nicht in New York. Gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Bearbricks in kleinen Größen, in großen Größen, Bücher, Klamotten, alles, was das Herz begehrt. Und jetzt sind wir in der zweiten Etage. Können sehen, alles voller Schuhe, ganz, ganz viele. Der New Balance ist eigentlich ganz fresh. Ich feiere die Farben. Ich habe keine Ahnung, welches Modell das ist. Ich bin nicht so im New Balance Game, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Ist auch meine Größe, $150. Probier ich mal an. Das ist der Schuh, angezogen. Aber sagt mir gerne mal eure Meinung. Ich weiß gar nicht, $150 sogar. Nicht mal schlecht, ne? Ich merke auf jeden Fall, der ist um Welten gemütlicher als der hier. Der ist richtig, richtig comfy. Was geht? By the way, ich bin hier gerade, glaube ich, in der coolsten Umkleide, in der ich je war. Ich habe eine Hose am Start und zwar so eine Cargo Shorts. Aus einem sehr geilen Material habe ich jetzt extra in der Größe L genommen, dass die hoffentlich so leicht oversized sitzt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Flop, vielleicht ist die ein bisschen kurz. L. Mein Neck ist erst okay, aber wenn man es mal so guckt, die ist zu kurz. Ich fände es sehr geil, wenn die irgendwie so sitzen würde. Die Farbe gefällt mir mit den Cargo Pockets geil, die ist auch gemütlich. Die ist schon oben sehr, sehr weit und auch hier sehr weit, deswegen macht eine XL jetzt auch keinen Sinn, weil die wird dann einfach nur noch weiter sein und so. Vor allem, wenn ich sitze, ist halt, ne, die muss länger. Ist aber auch nicht so schlimm, denn so spare ich mir $130. Schau das gerne raus in Kipp für die guten Preise. Was ist das eigentlich für eine random Aufnahme gerade? Sissy. Aha, ich bin gespannt. No, it's so intense. Sehe ich eigentlich aus, Alter, mit diesem Wind hier? Das macht meine Haare kaputt. Auf jeden Fall sind wir jetzt ca. 200 Meter entfernt von Soul Stage, dem nächsten Spot. Da gehen wir jetzt hin. Gibt es, meine ich, auch in Los Angeles. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob ich schon da war. Hier ist übrigens auf dem Weg noch ein Kids Store. Da ist er. Soul Stage. Ich sehe schon Supreme Skateboards, Bear Bricks, Sneaker und Supreme Motorrad, okay? Wir steppen mal rein. Oh, die haben diese Boots. Boah, ich habe die noch nie in echt gesehen. Krass. Ich sehe die das erste Mal in echt. Kopf oder was? Soll ich mir die ziehen? Was haben wir hier oben? The crazy Heat, Alter. Aus ganz tief back in the days. Klamotten sind hier eher schwach. Also wir haben hier fast nur Supreme. Oh. Das Piece ist crazy. CPFM Fleece. Aber es ist halt meistens eigentlich fast nur Supreme, Antisocial Club, Babe und so weiter. Soul Stage Fazit. Schuhe, sehr, sehr krass. Accessoires, sehr, sehr krass. Aber Klamotten waren so, ja, waren ja 2 von 10, was die Auswahl betraf. Da war fast nur Supreme, Antisocial Club, Babe und die ganze Schiene. Viel Travis-Merch und sowas, also nicht das, was ich suche. Aber ich bin gerade in dem Laden erst drauf gekommen, dass ich ja hier theoretisch Korsfiguren kaufen kann. Also wenn ich hier für einen guten Preis eine finde, weiß ich, ob ich mich zurückhalten kann. Aber jetzt steppen wir erstmal rein bei Sneaker City. Ich bin gespannt. Wir haben hier auf jeden Fall bisschen Kanye, die Double-Layer-Hoodies, hier auch Gallery-Department, Off-White. Hier auch wieder so ultra viel Supreme, ich check das gar nicht. Hier ist alles voll mit Supreme in diesen Läden. Das hier ist der Store, by the way. Sehr, sehr clean. Was sagt ihr? Ich wollte mir jetzt den hier ziehen. Ich bin noch ein bisschen unsicher, aber der könnte eigentlich ganz geil kommen. Kleiner Side-Fact, ich habe für meine Foam Runner 200 € gezahlt und hier kosten die 465.
Kuss, Kuss. Alles voller Sneaker. Das einzige Problem ist, dass die meisten Läden hier um 19 Uhr zumachen. Wir haben jetzt 18.43 Uhr oder so. Dementsprechend muss ich mich auch noch mies beeilen, dass wir irgendwie den letzten Laden schaffen, wo ich noch hin wollte. Drück mir die Daumen. Ich bin angekommen und die haben zu. Kuss, Kuss, Kuss. Ich glaube, man kann ganz gut sehen. Ganz viele Bear Bricks, überall Toys. Schade, da wäre ich gerne reingegangen. Ich steppe jetzt noch als letztes zu Flight Club. Da war ich damals sogar auch schon, 2016, als ich in New York war. Ich weiß noch ganz genau, ich habe gefühlt geweint, als ich in diesem Laden war. Wie alt war ich da? 15 oder so? Ich weiß noch ganz genau, an dem Tag, wo ich in diesem Laden drin war, ist der 750er Chocolate Brown rausgekommen. Ich habe mich gefühlt darüber mehr gefreut, dass ich in diesem Laden war, als dass ich generell in New York war. Naja, der Laden hat bis 20 Uhr auf. Wird der letzte Stop für heute. Und dann gehe ich vielleicht auch nochmal morgen oder übermorgen ein bisschen shoppen. Das Ding ist, ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich da eigentlich hingehe, weil die haben, glaube ich, nur Schuhe und die kosten halt alle ein Vermögen. Ey, ich bin so ein Keck. Flight Club macht 19 Uhr zu. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es um 20 Uhr zumacht. Dementsprechend ist das auch geschlossen und ich kann nicht rein. Und die gehen gerade raus, weil die irgendwas gekauft haben oder so, der Laden hat zu. Heißt, another L for me. Ja, wird gelaufen. Aber das wär's vom heutigen Tag. Also heute wird, denke ich mal, nichts kommen, was Shoppen betrifft. Dementsprechend sehen wir uns morgen, übermorgen. Oh mein Gott, meine... Dementsprechend sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Und bis dann. Zweiter Tag. Da sind wir. Stadium Goods und dahinter sogar Palace. Das wusste ich gar nicht. Und mittlerweile regnet es auch in New York. Ich liebe es. Da sind sie. Ich will nicht wissen, wie teuer die hier sind. Size 9. So gestört, Alter. Oben sind auch noch ganz viele. Den hier wollen die $650 und den kann ich bei StockX jetzt kaufen für, ich glaube, 430 oder so. Hier ist crazy heat, Alter. Gebt euch das mal. Die ganzen LV Air Force, Air Yeezys, Air Max, Air Dior. Hier auch die Kanye LVs für schlappe 10.000 Euro. Jetzt Live Reaction. Wie teuer der Schuh hier ist. Bitte nicht billiger als in Los Angeles. Ah, oh, nice, steht gar nicht drauf. Kuss, Kuss. Das wär's mit Stadium Goods. Wie schon zu erwarten, ich kann mir gar nichts da leisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Ding her bis jetzt der coolste Store, den ich hier war. Unnormal geil Design, unnormal viel Auswahl, was Schuhe, was Klamotten betrifft. Wir hatten tatsächlich auch sehr, sehr viele Kaufvideos, ihr habt gesehen, aber die waren auch im Verhältnis einfach alle viel zu teuer. Ja, und by the way, mittlerweile regnet es hier in Strömen. Ich liebe es. Aber sehr gutes Shoppingwetter. Ich hab's gesehen, wir waren gerade bei Le Labo, ist auch ungefähr so 2 Minuten von unserem Hotel entfernt. Ich hab da wirklich jedes Parfum gerochen, was da gab und Digga, mir ist langsam, ich glaube, ihr kennt das alle. Ich konnte auch nicht so viel drin filmen, aber ich habe, glaube ich, eine Aufnahme gemacht, die ihr eben gesehen habt. Naja, wer weiß, vielleicht steppe ich irgendwann nochmal rein, aber Stand jetzt hat es mich tatsächlich irgendwie nicht so umgehauen, deswegen kein Kauf für mich. Ey, wir laufen hier so random lang, auf einmal sehe ich Saturdays Football Vintage Soccer New York City. Das setzen wir jetzt rein. Boah, hier gibt es einfach Vintage-Fußballtrikots. Schweinsteiger bei Bayern. Chelsea. Thierry Henry. Drogba. Boah, oh mein Gott, Digga. Ich brauche hier was für den Sommer. Boah, crazy, Digga. Was sind hier für geistkranke Trikots? Einfach Man U mit Beckham. Digga, das Ding ist älter als ich gefühlt. What the fuck? Hier ist auch Deutschland. Die sind gar nicht so alt. Das hier ist auch teuer, aber ich will nicht wissen, wie alt das ist, Alter. Hier 2010, Junge. Müller, der AB. Michael Ballack, Junge. Alter, ist hier crazy heat. Hier spanische Liga. Real Madrid, Atletico. Digga, wie alt das ist. Boah, mit Raul, Junge. Wir haben ja auch zum Beispiel Dortmund auf Lessig oder zum Beispiel. Grüße gehen raus an meine Jungs aus Neukirchen. Digga, ist gestört. Leider sind die Preise halt auch gestört. Dementsprechend werde ich mir eigentlich auch nichts verziehen, aber crazy, 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 crazy. Hier. R9, back in the days. By the way, wir haben mittlerweile Jam aufgepickt mit meiner Mom. Naja, weiter geht's. Ja, die haben leider auch nur Schuhe hier. Ich bin eher so auf der Suche nach Klamotten und Accessoires und so. Und dementsprechend schwer. Auch viele gebrauchte Schuhe und so. Also wir sind hier gerade in so einem Vintage-Store. Soll angeblich einer der besten aus New York sein, meinte Leon irgendwie. Ich habe hier gerade diese Jacke gefunden. So eine alte Vintage-Shell-Racing-Jacke. Ich finde die kommt irgendwie übercool. Das hat eine 2XL, aber... Was ist denn? Bisschen groß. Der Laden ist nicht ganz so groß, wie wir dachten. Wir dachten, der wäre ein bisschen größer.
Aber die haben auf jeden Fall hier auch Champion Vintage Sweater. Für Instagram am Start, ich packe das mal ein bisschen durch und dann gebe ich euch ein Update, falls ich was finde. Also ich habe jetzt hier die Jacke mal angezogen. Die ist tatsächlich zu groß. Auch hinten. Die ist leider zu groß, aber ich finde die eigentlich sogar mies cool. So für einen Insta-Pick oder so da generell. Kann die eigentlich schon geil kommen, aber vor allem auch hier so mit so Reezys drauf und so. Wir sind jetzt hier noch random in so einem, ich weiß nicht, Vintage-Pop-Up mitten auf der Straße. Da sind überall Vintage-Klamotten. Da ist die Streets, glaube ich, ein Parkplatz oder so. Wir checken jetzt hier mal ab, was wir so finden. Das ist aber, glaube ich, das meiste sind Frauensachen. Aber vielleicht, wer weiß, ist ja was dabei. Hier auch ein Shirt. Ich würde sagen, Condition ist so... Na, ach du Scheiße. Ja, Condition so 9 von 10 oder 9,5 sogar vielleicht schon. Hier sind auf jeden Fall ein paar coole Shirts dabei. Das ist leider viel zu groß, aber ich glaube, es kostet $10 oder so. Alter, einfach Gallery Department. Ist es? Nein. Auf Wish. Das hier ist übrigens Supreme. Sehr geiler Look von außen. Genauso geil wie die Schlange, die hier gerade ist. Weil nämlich heute ein Drop war. Wollten wir eigentlich mal reinsteppen, aber das lassen wir dann, ne? So. Wir sind im nächsten Vintage-Laden. Ich habe einmal das Shirt hier, so ein, ja, ich weiß nicht, Forest-Wald-Shirt, was auch immer. Und einmal diese Hose. Ich glaube, ihr könnt sehen, das sind alles so Blätter, die halt hier so abstehen. Ich glaube, ich könnte eigentlich auch ganz cool kommen. Ich glaube, so viele werden die aber auch so hässlich finden. Egal, ich ziehe die mal an und dann gucken wir mal. Natürlich nicht beides zusammen, das wird gar nichts, aber ich ziehe die jetzt mal an. Und dann hoffe ich, dass die passt. Das ist die Hose. Kommt irgendwie auch hart. Aber irgendwie auch nicht. Also vor allem für den Alltag ist die jetzt nix. Aber ich habe mir so gedacht, für so ein freshes Pick oder so, weil die ist auch nicht so teuer. Aber ich glaube, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Nächster Store, wir sind bei Billionaires Boys Club. Ein sehr, sehr krasser Store. Ich meine, gibt schon mal, wie geil das hier aussieht. Haben sie echt auch sehr coole Sachen. Digga, wie geil sieht dieses Murakami-Kissen-Ball, wie auch immer aus. Hier auch überall Bearbricks. Digga, der Laden ist mies cool. Ich glaube, ich ziehe mir hier so ein Mini-Bearbrick für $9. Ja, ich glaube, was mache ich. Da habe ich wenigstens etwas in diesem Video gekauft, Alter. Die Weihnachten im Ostern zusammen wollt. Guck mal, ich habe hier... Hä, was ist das denn? Ja, ich glaube, der ist sogar krass. Ja, der ist echt Stranger Things, ne? Ja. Basquiat, ey, bitte lass noch tauschen. Ich bin mies der Basquiat-Fan. Easy, lass tauschen. Ich finde es mies Stranger Things-Fan. Ja, okay, ich habe den hier. Okay. 27% Wahrscheinlichkeit. Ja, okay. Tauschen. Einfach hier jetzt Designer Shopping Spree. Es gibt einfach eine Baby der in Pink. Unreleased Stuff. Ist hard, Loki. You have a new one? This is brand new, my friend. You bring them every see, I bring it from here. Okay. Einfach Shopping Spree. Yeah. Einfach Cartier Glasses. Prada Beanies. Was ist das für Hosen, Bruder? Wobei in Atlanta ist das hier wahrscheinlich baggy. How you feeling, man? You know, the other one won't even see eye to eye, period, though. You know? Okay. Die haben ja auch Bearbricks, aber die wollen einfach einen Düsenjäger für die. Weiß ich nicht. Ansonsten, Laden sehr, sehr cool. Digga, diese Gegend hier, einfach purer Bazar. Sind überall so Leute, die ihre Sachen verkaufen und so. Tennis Street bei Ace of Rocky Stars Play. Digga, hier ist einfach ein Eviso Store. Muss ich gar nicht. Wollen wir rein? Nee, lass mal hier hinlaufen und dann nicht rein. Lass mich doch meine Szenen stellen, Junge. Shorts hier sind lowkey cool. Ich feier nur irgendwie diese Waschung nicht. Also, es ist eigentlich gar keine Waschung, aber an sich eigentlich ganz geil. Gucken wir jetzt wegen Hosen. Ja. Ist auch eigentlich ganz geil. Coole Waschung. Da greife ich dann eher zu der eBay-Variante. Und spare mir die, keine Ahnung, 400 Euro und zahle dann irgendwie 100 oder so. Aber war cool, mal gesehen zu haben. Und ich glaube, jetzt gehen wir zu Uniqlo, treffen uns da mit Leon und dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 3 Tage später. Ja, ihr seht richtig, das ist das Outro. Denn dieses Video ist vorbei. Ja, ich weiß, scheiße. Wir haben uns dann noch mit Leon getroffen, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, waren was essen, aber war jetzt auch nichts Großes. Dementsprechend habe ich da auch nicht krass gefilmt und die Shopping-Tour an sich war ja vorbei. War auf jeden Fall ein geiler Shopping-Vlog. Nichts gekauft, außer einen $9 Bearbrick. Aber ist ja auch nicht so schlimm, es geht ja an sich um die Impressionen und ich finde den Vlog sehr, sehr geil. New York auf jeden Fall, sehr, sehr geil zum Shoppen, kann ich nur empfehlen, hat echt Bock gemacht und...
Das war's. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, folgt mir und auch Sacralite auf Instagram. Beides hier unten irgendwo eingeblendet. Und das wär's. Haut rein, genießt die Woche. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da kommt nämlich die New York Food Tour. Extrem geil geworden. Und ciao.